Hallöchen! Heute erzähle ich dir was über Headlines, denn du möchtest ja, dass sie geklickt werden, ne? Und dafür gibt es ein paar Tricks und die möchte ich dir heute näher erläutern. Erster Tipp: Du musst in der Headline auf jeden Fall Neugierde erzeugen, ne? Du musst sie so schreiben, dass einer gar nicht daran vorbeikommt, darauf zu klicken. Zweitens: Du bleibst auf jeden Fall unter 50 Zeichen. Kurz und prägnant ist hier auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Drittens, du setzt Zahlen ein, also 11 Tipps für dein besseres Social Media Marketing oder 33 Tipps für mehr Sichtbarkeit im Web oder wie auch immer, ne? Also Zahlen sind immer gut. Viertens, du nutzt emotionale Wörter, denn ja, wir alle sind keine Maschinen, sondern Menschen und wir haben Emotionen und Emotionen sprechen uns natürlich auch an. Das gilt auch für Headlines. Fünftens, du bist exakt und spezifisch, also du bist auf den Punkt, nicht rumschwafeln in der Headline, sondern direkt auf den Punkt sagen, worum geht's in dem Artikel und darum solltest du draufklicken. Sechstens, was auf jeden Fall auch hilft, ist zu polarisieren. Du stellst also in der Headline schon eine These auf, die die Leute so packt, dass sie auf jeden Fall eine Meinung dazu haben und erstmal wissen wollen, was meinten der damit oder was meinten die damit. Und klicken dann auf den Artikel und wenn das richtig gut läuft, dann kommentieren sie den Artikel auch noch. Polarisieren ist immer gut, sollte man allerdings auch nicht zu häufig betreiben, weil das wird dann auch irgendwann langweilig und fällt auch auf, dass das dafür da ist, damit die Leute auf jeden Fall draufklicken. Und siebtens, was auch immer gut kommt, ist Fragen stellen. Wie schaffe ich es, im Online-Bereich sichtbarer zu werden? Wie schaffe ich es, mehr Follower zu gewinnen? Wie schaffe ich es, mehr Klicks zu generieren? Wie schaffe ich es, mehr Engagement zu generieren? Hast du Fragen dazu? Dann stell sie mir doch gerne hier in den Kommentaren. Dann mache ich ein Video dazu und beantworte sie dann darin. Ich freue mich auf deine Kommentare. Tschüss!